So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe mir LED-Streifen bestellt, 15 Meter lang, und die möchte ich euch einfach mal zeigen. Ich packe das mal für euch aus und dann gucken wir weiter. Es gibt so viele Arten von LED-Streifen. Ich wusste nicht genau, welche sind die besten, auf was muss man achten. Sind das vielleicht alles dieselben? Die Verkäufer tun das nur zu unterschiedlichen Preisen mit unterschiedlichen Bildern verkaufen. Ich habe mir so ein gutes Mittelding ausgesucht, nicht zu teuer, nicht zu billig, und hoffe mal damit, dass ich alle Features hier drin habe, die ich haben wollte. Wichtig war mir dieses Musikfeature, dass auch genug Netzteile dabei sind, falls man mehrere braucht. Das ist halt auch nicht immer dabei, müsst ihr immer gut lesen. Und ja, wir schauen gleich weiter. Bis dann. So Leute, das hier alles war drin. Zweimal solche Netzstecker, kennt man ja. Zweimal solche Adapter mit Fernbedienung. Hier jeweils die Netzteile dazu zu den Steckern. Und das sind die LED-Streifen. Wundert mich gerade, dass die wirklich so klein sind. Hätte ich jetzt mit größer gerechnet. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung in Deutsch sogar drauf. Ich habe mir die kleine Fernbedienung gekauft, weil es anscheinend nur da dieses Musikding gibt. Genau. Zwei Auftritte, gleiche Funktion, okay. Ja, ich möchte mal auf jeden Fall einmal hier reinschauen, wie das Ganze aussieht, bevor ich daran denke, das zu montieren. So, so sieht das Ganze aus. Doch ein bisschen größer. Waren mal das zwei Dinger. Komisch. Hier auch zwei. Okay. Die kann man also ineinander stecken. Aber irgendwo muss ja das Ende auch sein. Naja, okay. Schauen wir gleich mal weiter. So, ich habe mir das also mal kurz ein bisschen durchgelesen. Ich mache mal hier einmal testweise das Ding auf und ja, naja. Das hier hat nur einen und das hier hat zwei Anschlüsse. Okay. Auf jeden Fall müssen hier diese Pfeile, falls man die hier sieht, ineinander. Das ist sehr wichtig. Es wird auch überall in den Beschreibungen explizit darauf hingewiesen. Und das hier ist der Infrarotempfänger. Okay. So Leute, ich habe jetzt die LEDs hier befestigt, und zwar hier oben. Ich habe echt nicht gedacht, dass die halten werden, aber sie haben gehalten. Und hier an der ganzen Wand entlang bis hier hinten, also zwei Stück. Und ja, jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit dem letzten Stück hier machen werde. Auf jeden Fall habe ich auch die Fenster ein bisschen runtergezogen. Hier habe ich alles und ich möchte euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht mit Musik. Und bis gleich. Und es gibt noch einen kleinen Fehler, und zwar hier hinten hat die LED Probleme. Das werde ich euch dann gleich zeigen. Bis gleich. So Leute, hier seht ihr das. Ich habe die verschiedenen Farben. Ich könnte das auch ganz runter machen hier, damit wir noch ein bisschen weniger Licht haben. Und ja, die Farbwiedergabe ist jetzt nicht so perfekt. Denn, einen Moment. Denn das hier sieht auf dem Bildschirm blau-weiß aus, ist aber in echt grün. Beziehungsweise Türkis. Das hier ist gelb. Das ist grün. Das ist blau. Rot. Ich versuche das mal von hier aus zu zeigen. So einmal rum. Lila und weiß. Ja, nicht übel. Das ist nochmal grün. Jetzt haben wir es schöner. Das andere Grün ist gar nicht so grün. Oh, das sieht cool aus. Richtig rot. Dann seht ihr das hier, das blinkt so.
Die LED ist kaputt. Hier sieht man es auch ganz gut. Blau und es kommt rot. Ja. Es ist nicht so ganz, wie es sein soll. Hier sieht man auch einen kleinen Farbunterschied. Und hier auch. Naja, wie dem auch sei. Jetzt probieren wir mal den Musikmodus aus und bis gleich. So, jetzt habe ich mal Musik angemacht, einfach GEMA-freie Musik. Wenn ich rede, funktioniert das Ganze auch. Deswegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt drei verschiedene Modis, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich stelle jetzt den ersten ein, beziehungsweise der ist jetzt eingestellt. So, jetzt mal den zweiten Modi. Und jetzt noch mal den ersten. Noch mal den zweiten. Und jetzt mal den dritten. Nochmal eins. Also es ist immer nur so ein Aufleuchten. Jetzt Nummer 2. Das ist einfach nur immer ein Farbwechsel. Und Nummer 3 ist immer so ein Aufblitzen. Wäre cool, wenn es eine Mischung davon geben würde. Denkt, man hat jetzt genug gesehen und das ist die Automatik-Modus, wo einfach mal durchwechselt ohne Musik. So, ich denke, ihr habt jetzt genug gesehen. Interessant sind diese Dinger, ist eine schöne Spielerei. Hat auch was, macht auch was her. Also, wenn es dunkel ist, seht ihr jetzt hier, da stimmt irgendwas nicht an der LED. Da haben wir es gerade ganz gut gesehen. Ja, die letzte Reihe ziehe ich jetzt auch noch durch. Da frage ich mich, ob ich wahrscheinlich hier noch weiter anschließen werde oder noch ein zweites Netzteil anschließen werde. Ich habe ja noch eins. Das kommt dann da unten hin und dann hoch. Sind, glaube ich, 3,20 Meter. Ich habe eine 5-Meter-Rolle noch. Muss ich mal schauen und muss ich mir überlegen, wie ich das machen werde. Ich denke, ich werde das ein neues Netzteil auch dazu nehmen. Weil einfach, wenn man das hier anschließen würde, würden die weiteren LEDs einfach viel schwächer leuchten und das möchte ich nicht. Das sieht ja dann auch nicht so toll aus. Allerdings wären die dann synchron bei der Musik, weil wenn zwei solche Adapter ja, diese Musik bestimmen, mal gucken, wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis bald. Ciao.